Es gibt absolut keinen Grund. Nein. Tschüss. Scheiße, wo muss ich denn hin? Oh, 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 bin ihr gefallen. Verwechselt mich mit jemand anderem. Hau ab, hau ab. Sie brauchte Hilfe bei einigen Dingen. Ja, oh Gott. Ich bin quasi unschuldig. Ja, aber auch nur quasi. Warte, ich... Ich werde mal nach oben gehen. Scheiße, ich glaube, da drüben komme ich gar nicht weiter. Nein! Fuck! Ah! Auch bitte nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier auch so war, dass der, wenn der weiterhin gesehen wurde, sich dann automatisch rausge... Also, wenn man das rausgejumpt ist. Rennen. Naja, bla bla. Nachtraum synchronisiert. Schön. Ich lasse die erstmal abbauen. Ja, schön. Dann freigeschaltet. Auch schön. Hab ich doch gar nicht. Aber gut zu wissen. Komm mal wieder hier raus. Juhu. Und ist das hier oben wieder ein... untersuchen Sie, bla bla bla, alles klar. Ja, das ist noch ein Aussichtspunkt. Nehmen wir gleich mal mit, wenn wir schon mal hier sind. Ich glaube, das macht einiges einfacher, wenn man alles von der Stadt sehen kann. So, auf geht's. Und das geht wesentlich schneller auch. Ist das schön. Ist das schön. Juhu, alles klar. Da haben wir den nächsten Auftrag. Au. Schwenger. Ja, ja, ja. Bla, bla, bla. Ja, wir hüten uns. Oh Gott. Danke. Achso, ich muss jetzt wahrscheinlich wieder nach Hause, wa? Erstmal Feuer kriegen vom Alten. Lalala. Ich hoffe, ich bin hier richtig. So, auf geht's. Oh. Ich habe schmerzliche Erinnerungen an so eine Stelle. Ich glaube, das war bei irgendeinem Rennen, wo ich dann Ewigkeiten gebraucht habe, was echt scheiße war. Ah, bitte halt dich fest. Idiot. Schnauze. Ja, die Klappe. Geht ja schon mal super los. So, erzähl mir. Guten Morgen, Vater. Komm mit mir. Stimmt etwas nicht? Hältst du mich für taub und blind, Sohn? Ich weiß alles über deinen Kampf mit Viera di Pazzi und den kleinen Besuch bei Christina letzte Nacht. Dein Verhalten ist untragbar. Es erinnert mich an mich selbst in deinem Alter. Ich nehme an, dass deine Ausschweifungen deine Arbeit heute nicht behindern. No, Padre. Ihr habt mein Wort versprochen. Ich habe hier einige Dokumente für Lorenzo de' Medici vorbereitet. Du musst sie ihm überbringen. Ich eile, Vater. Komm wieder, wenn es erledigt ist. Laufbursche, Giovanni ist wichtige Dokumente bei Lorenzo de' Medici abgeben. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. So. Habe ich Zeitdruck? Habe ich nicht. Nee, möchte man nicht. Ah ja. Oh, und das Schöne ist, wo er gerade so rennt. Also wo ich das jetzt aufnehme, da habe ich gerade Evil Within 2 beendet. Und ist das... Es war... Ja, wie es bei Evil Within ist, halt... nein, hey, ich laufe hier nur ganz normal vorbei. Es ist teilweise ein wenig nervig mit der Ausdauer und es ist wundervoll, dass er hier, ohne Beschwerden kann er rennen. Warte mal, ich bin ja schon hier. Ja, ja, ja.
Beste Qualität. Boah, ernsthaft? Wie einer. Meine Preise reflektieren die ich muss da rein, oder? Warum die Kapuze? Was versteckt da? Ich habe überhaupt keine Kapuze auf, willst du mich verarschen? So. Wir brauchen Cash. Schnauze, ich musste hier hin. Die haben mich behindert. So. Grüß Sie, junger Mann. Ah, Ezio, ben trovato. Wie geht es euch? Wie immer. Ich habe einen Brief für Signor Lorenzo. Ich werde ihn überreichen, sobald er wieder da ist. Wieder da? Sie sind zur Villa Careggi, tut mir leid. Und Sie werden nicht vor morgen zurückerwartet. Ich werde es ausrichten. Alles klar. Gehen wir mal wieder zu Fanny zurück. Gerade letzten Monat kaufte der Burggraf 300 meiner Feinde. Was ist denn das hier? Ja gut, aber eh noch nicht. Ihr habt nicht genug Geld, um hier zu kaufen. Noch nicht, du Pinsel, noch nicht. So, wir gehen mal hoch hier. Weil hier macht's, oder hier hat's dann erstmal richtig Spaß gemacht, wieder über alle Dächer rüber und das in einer wunderbaren Geschwindigkeit. Hui. Alter. Außerdem würde ich echt gerne mehr von der Stadt hier. Naja, was heißt freischalten, mehr sehen können auf der Karte. Wow. Oh, danke. Danke, mein Gutsherr, er arbeitet mit, das ist schön. Und ich weiß nicht, ob das noch kommt, aber beim ersten Teil waren ja jedes Mal Wachen irgendwie hier oben. Ich weiß gar nicht, ob das hier genauso war oder ob das vielleicht noch kommt. Mal gucken. Oh, ich werde so sterben. Nee, doch nicht. Ich kann mich ja so festhalten. Juhu. Buddy. Schön weiterarbeiten. Biscero. Ey, Mann, ich wollte da erstmal... Du sorgst dich zu viel, Giovanni. Francesco de Pazzi ist im Kerker. Die Bedrohung ist beendet. Mein Sohn. Du kennst meinen Freund Uberto. Guten Morgen, Confaloniere Alberti. Wünsche ich dir auch, junger Mann. Du hast meine Nachricht abgeliefert? Si, Padre. Aber scheinbar ist Lorenzo nicht in der Stadt. Das habe ich nicht erwartet. Was macht das schon? Dann wartest du noch ein, zwei Tage. Hör mal, deine Mutter und Schwester haben nach dir gesucht. Ich werde dich bald brauchen, aber schau, ob du ihnen nicht helfen kannst. Seid ihr sicher? Ja, nun, würdest du uns entschuldigen. Es war nett, dich zu sehen. Ja, Puderquaste. Finde ich auch. Ja, Lauchbursche synchronisiert. Was ist das für ein komisches Geräusch? Das ist, glaube ich, schon so. War das jetzt? Mutti? Kuriermission. Mach mal nicht. Nee, das war, glaube ich, unsere Schwester, ne? Ja, Claudia! Altes Haus. Hey, Claudia, wie geht's dir? Ganz gut. Du sollst mir doch nichts vormachen. Es ist du, Joe. Was ist mit ihm? Ich glaube, er war untreu. Wer sagt das? Die anderen Mädchen. Ich dachte, sie wären Freundinnen. Hyänen. Ohne die ging's dir besser. Ich liebte ihn. Nein, Claudia. Das hast du dir eingebildet. Er soll büßen für das, was er getan hat. Warte hier. Ich werde einen Takt mit ihm reden. Oder auch zwei oder drei. Dutzio aufspielen und bestrafen. Machen wir doch. Das war, glaube ich, beim ersten Mal durchspielen sogar auch meine erste Mission. Alles klar. Es gibt wieder auf die Fresse. Obwohl das hier die Szene mit dem und seinem Bruder hat mich vom beim Anfang, wo die eigentlich noch mitten in der Schlägerei sind und die so ein bisschen so wegschieben und sich einfach unterhalten oder so, es hat mich ein wenig an Bud Spencer Terence Hill erinnert. Das fand ich auch nice. So, oh Gott. Ja, machen wir gleich. Warte mal, wie sind wir denn am besten hochgekommen? Au! Hi! Ja. Ganz ruhig, das willst du gar nicht wissen. Das willst du gar nicht wissen. Schiebt der denn das nicht? Warte mal. Okay, hier will er nicht hoch, schade. Hier direkt will er mit Sicherheit auch nicht hoch.
Oh. Oh. Ich muss trainieren. Ich muss trainieren. Nein. Au. So, ciao. Halt. Halt die Schnauze, was auch immer das heißt. Könnte ich hier direkt vielleicht hoch? Okay. Ja, ist schön da oben, ne? Na gut, dann lassen wir das. Ach, irgendwann hole ich mir das Ding so oder so. Oh, bin ich schon hier? Duccio, wie wunderschön. Nur das Beste für dich, amore mio. Aber was ist mit Claudia? Ich dachte, ihr werdet einander versprochen. Vater sagt, mir gebührt was Besseres als eine Auditorin. Oh, du Schurke. Komm, lass uns spazieren. Spazieren? Ich hatte etwas ganz anderes im Sinn. Oh, Duccio. Hey, du dreckiges Schwein. Ezio, mein Freund. Was zum Teufel? Du beleidigst meine Schwester. Gockelst mit dieser Putana. Wovon redest du überhaupt? Ich sah, was du ihr gabst. Hörte, was du sagtest. Wäre deiner Schwester ihre Keuschheit nicht so wichtig? Du brichst ihr Herz. Und jetzt werde ich dir die Nase brechen. Na, ihr Auditore könnt alle reden. Aber wenn es dann ernst klar, wird... Ja. Du wirst deine große Klappe bereuen. Ich hätte deiner Schwester viele Dinge beibringen können. Sie soll froh sein, jemanden wie mich gehabt zu haben. Ach, jemand gepackt habe. Bastardo! Ach, cool. Hab ich auch noch nie gemacht. Steh auf hier. Ach so, ich kann noch einen. Oh, schön. Ach, was heißt hier? Basta, ich gebe auf. Lass die Finger von meiner Schwester. So sieht's aus. Oh, Schlägereimissionen sind jetzt vorhanden. Okay. Wow. Das war gerade komisch. Jo, synchronisiert. Mann, ich will da oben drauf. Scheiße, wie war denn das nochmal? Das war doch eigentlich... Ich würde sagen, es war von hier dann darüber. Aber hier will er ja auch nicht hoch. Das ist das Problem. Na gut. Wir gehen jetzt mal zur Schwester oder zur Mutter. Wir gucken. Wir gehen jetzt mal wieder zurück. Denn es wird ja... Wer es kennt, war alles, ist alles erstmal bloß Vorgeplänkel. Es wird noch wesentlich interessanter. So, oh, Entschuldigung. Warte. Na, vergiss es. Ey, Ezio! Ey, was willst du? Ach, das ist ja mein kleiner. Ah, stimmt, ja, wir haben noch einen kleinen Bruder. Stimmt ja. Was machst du hier draußen, Petruccio? Du solltest im Bett sein. Ich will diese Federn. Wofür? Ist ein Geheimnis. Wenn ich sie dir hole, gehst du dann wieder rein? Ja, versprochen. Ja, mach mal doch. Adlerfedern, stimmt. Wie jetzt? Bedenkt auch, wenn ihr ein oder zwei mehr trüftig uns kaufen, gebe ich ein Fresko für eine Karte. Ach ja. Das ist doch so ein Ding, das wollte ich mal alles sammeln. Aber das ist halt wie bei den Fahnen aus dem ersten Teil. Ich glaube, es waren nicht zu viele. Über das ganze Spiel waren es vielleicht 100 oder so. Ich weiß es gar nicht genau. Wurde nachher noch angezeigt. Hallo, wo ist es? Ah. Aber ich habe die nie alle gesammelt. Und ich werde jetzt auch gerade im Let's Play nicht damit anfangen, aber warte mal kurz, wenn wir gerade mal hier sind. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich hoffe, ich lasse mir jetzt hier nicht zu viel Zeit. Oh, Ezio, bitte. Komm. Na komm. Wenn wir schon mal hier sind. Warte. Juhu. Deswegen musst du die schöne Musik nicht wegmachen, Mensch. Gemeines Spiel. So. Okay. Was denn? Ja, das muss jetzt sein. Warum habe ich jetzt schon wieder so ein Signal gekriegt? Wieder anhalten, habe ich doch alle schon. So,
So, jetzt muss ich mal wieder zurück zu unserem Brüderle. Was auch immer der mit den komischen Federn machen will. Wahrscheinlich diesen Kleid rausnehmen oder so. Er braucht ja einige. Halt. Hier komme ich, glaube ich, schneller rüber. Juhu. Au. Doch nicht. Er hält schon ein bisschen was aus, der Gute. Hier, wie versprochen. Grazie, Bruder. Du hast noch nicht gesagt, wofür du sie brauchst. Mach ich. Bei Zeiten. Na, wer weiß, was unser kleiner Bruder da im Schild führt. So, Mutti, was geht ab? Buongiorno, Ezio. Buongiorno a voi, madre. Come state? Sto bene, e tu? Erholst du dich vielleicht noch von gestern Nacht? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Natürlich nicht. Egal. Ich muss etwas erledigen. Ich möchte, dass du mitkommst. Mit Vergnügen. Komm, es ist nicht weit von hier. So, Entschuldigung, dass ich ein bisschen gebraucht... Ich weiß von deinem Kampf mit Vieri. Ja, ein bisschen gebraucht habe, aber... Welcher Kampf? Ach, bitte. Du musst mir doch nichts vormachen. Er hat uns beleidigt. Das konnte ich nicht länger dulden. Er hat sicher Schwierigkeiten, mit den Anschuldigungen gegen seinen Vater umzugehen. Francesco de Pazzi ist vieles. Und nichts davon gut. Mhm. Aber selbst ich hielt ihn nicht für einen Mörder. Was wird mit ihm geschehen? Es wird ein Verfahren geben. Wird Vater dort aussagen? Das muss er. Er nur hat die Beweise. Dennoch, ich wünschte mir eine andere Lösung. Mach dir keine Sorgen. Alle wollen Gerechtigkeit. Es ist eine unglückliche Geschichte, aber sie geht vorbei. Mhm. Ich muss mir bloß kurz was zu trinken holen, deswegen hat es ein bisschen mit dem Draufdrücken gedauert, oder dass ich wieder da war. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu lang. Und ich habe natürlich nicht gehört, worum es jetzt hier überhaupt ging. Das ist das Problem. Also meins, euers nicht, ihr habt es ja gesehen. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich verfolgen musste. Ach, stimmt. Hallo, Leonardo. Madonna Maria. Das ist mein Sohn, Ezio. Molto onorato. L'onore è mio. Lasst mich erstmal die Gemälde holen. Ich bin sofort zurück. Er ist sehr talentiert. Immagino. Sich auszudrücken ist wichtig, um das Leben wirklich zu genießen. Du solltest ein Ventil finden. Ich habe viele Ventile. Ich meinte Ventile, nicht Vaginas. Mutter. Zu euch nach Hause also. Si, si. Ezio, hilf Leonardo, ja? So, Ezio. Ich finde die Mutter super. Er arbeitete bisher für seinen Vater. Ah, also wirst du Bankier. Bisher. Und du? Kunst, nicht wahr? Ganz ehrlich, kann ich mich nur schwer entscheiden. Malen ist nett, aber oft denke ich, meiner Arbeit fehlt es an Zweck. Macht das Sinn? Ich würde lieber praktischer arbeiten. Viel direkter. Architektur vielleicht. Oder Anatomie. Es reicht mir nicht, die Welt abzubilden. Ich will sie verändern. Oh, Leonardo. Ich zweifle nicht, dass ihr große Dinge vollbringen werdet. Vi ringrazio, Madonna. Wie nett von euch. Können wir jetzt vielleicht gehen? So. Oder hätte ich mir das gar nicht anhören brauchen? Kann ich eigentlich... Ah, doch, ich kann mit den Kisten auch schnell laufen. Das heißt, ich habe jetzt gedacht, die gehen mal vor, aber warum denn auch? Weißt du, lass doch den Burschen alles machen. Ach ja, der gute Leonardo. Der uns noch schöne Spielzeuge bringen wird.
Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. So, lassen wir das schon. Danke für die Hilfe, mein Sohn. Ich will dich nicht länger von anderen Pflichten abhalten. Eine Freude, dich kennenzulernen, Ezio. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Ich auch. Jo, was für Pflichten? Ich habe noch Pflichten. Mein Freund der Familie synchronisiert. Weiter geht's, wa?